Bevor wir hier anfangen, müssen wir einmal hier ganz kurz zeigen. In der letzten Folge haben wir aufgehört, über Boeuf Stroganoff zu reden. Ich habe es gefunden. Ja. Aber man kann es nicht mehr kaufen. Das war. Oh ja. Zeig's bitte. Gönn es. Können wir diese Kamera? Geht die Kamera an? Das ist es. Ja. Boeuf Stroganoff von Iglo. Und zwar aus der Submarke Iglo Hausmannskost steht oben links. Gibt's nicht mehr. Nee, das gibt's nicht mehr. Dafür, das war richtig gut. Dafür gibt's jetzt schön Rattenpüree bei Tales of Iron. Iron Tales? Tales of Iron. Wir haben wirklich die ganzen Tage zwischen der letzten und dieser Folge damit verbracht und haben kurz vor knapp endlich diese Erinnerung mit einem konkreten Bild wieder auf die Sprünge geholfen. Bist du sicher, dass es das nicht zu kaufen gibt? Nein, das gibt's nicht mehr. Ich glaube, Iglo macht das alles wirklich nicht mehr. Das ist traurig, aber es ist wahr. Es gibt so viele traurige Wahrheiten. Und das war richtig gut. Iglo hat ganz früher zu der Zeit auch mal, die hatten auch gute Pizzen sogar. Die waren mit die ersten, die Fertigpizzen hatten. Die hatten eine köstliche Margarita und eine köstliche Salami mit so Mini-Stückchen. Das waren eher so Beefy. Scheiben, ja, aber davon eben 150 Stück auf einer Pizza. Die waren richtig gut und die machen das alles nicht mehr. Und die waren echt die Besten. Apropos die Besten, braucht's jetzt denn? Wir sind in Tales of Iron immer noch dabei, in der Gruft unterwegs zu sein. Aber es gibt jetzt die Genießer von Stroganoff. Das ist doch nicht dasselbe. Die musste. Nee, ich will einfach den Kochbeutel haben. Der war einfach gut. Da war kein Knurpelfleisch dabei, da gab's keinen Ginter drin. Das war ein ach, das war einfach lecker. Wir sind nämlich jetzt beim Bossgegner, glaube ich. Ja. Let's go. Also Zombie Boss. Zumindest, wenn das nicht nach Zombie Boss. Siehst du? Here they come. Stark, da switcht er auf die Armbrust um mit allen Wassern gewaschen, dieser Colin. Ah, falsche Waffe. Falsche Waffe. Zack. Wenn die nämlich ihre dämliche. Ach, das war auch nicht. Ui, das war dumm. Mach das noch mal spannend, sehr gut. Wenn die nämlich nur noch ein Bein haben. Strange clan of white rats, but no. They had been his own clan when they had lived. Sicht verbessert sich, Verteidigung kann es verleihen. Nein, das ist glaube ich, was auch immer, die Rattenkrone. Okay, war doch noch kein Bosskampf. Ist ein bisschen schäbig, was da rauskam jetzt. Ah, sehr gut. Und Gift. Ach, das haben wir auch noch gar nicht benutzt. Das vergisst man. Ja, das stimmt. Dass wir das noch haben. Das ist richtig. Was war denn Gift noch mal für eine Taste? Ich glaube, nach oben, ne? Mit dem Digipad, glaube ich. Mach mal. Ja. Ja. Sehr gut. Speichern vielleicht? Ja, ich will aber erst noch looten. Man kann es nicht liegen lassen. Auch wenn es nur. Ich glaube, das sind die Panzer, die eh voll sind. Davon haben wir nämlich 99, ne? Obwohl, nee, stimmt nicht, es war irgendwas. Ja, vielleicht was auch. Es ist nicht schlecht, wir können Blaupausen davon kaufen. Das stimmt. So. Ups! Ja, mal kurz auf die Karte gucken. Wir wollen nach. Hä? Sieht aus wie die gleiche Stelle da. Irgendwo. Egal. Also, wir. Ganz runter. Oder erstmal links. Hoch. Nee, da. Aber da oben könnte geiler Loot sein, hier. Ja, da. Dann mach doch einfach. Ich habe irgendwie das Gefühl, das lohnt sich. Sieht immer düsterer. Das ist unzulootbar. Ah, siehst du, geht gar nicht. Das ist ein Tor. Du brauchst einen Schlüssel. Ja. Ich habe gar keine Schlüssel. Wie stehst du zu Flohmärkten? War ich schon lange nicht mehr. Als Kind habe ich sie geliebt. Ja. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es gibt da nichts mehr, was mich interessiert. Aber. Ja, mittlerweile hast du einfach genug Geld, um dir die Sachen neu zu kaufen. Naja, früher gab es ja immer so Spielzeug oder Hörspiele oder irgend sowas, wo man sagt, geil. Und mittlerweile ist das ja alles so professionalisiert, habe ich immer den. Oh, hier muss ich mit. Kann ich ja irgendwie runterrutschen oder so? Okay. Ja, ich überlege, demnächst mal auf dem Flohmarkt zu verkaufen. Ja. Also vor allem das Spielzeug von meinem Sohn. Ey, lass uns einen gemeinsamen Stand machen. Wir haben nämlich auch noch einen Stand. Da machen wir hier groß Werbung dafür. Ihr kriegt Sonderpreise. Nee, aber wirklich. Ich habe da Bock. Es gibt nämlich immer, also Flohmarkt, ich finde es ja auch immer schön, dieses Gefühl, wenn es sich noch lohnt, weißt du? Ja. Also, dass man echt noch irgendwie was dafür bekommt und Leute sich freuen. Was ich nicht mag, ist dieses. Da ist irgendwas augenscheinlich 50 Euro wert, ja? Mhm. Und da kommen Leute, die sagen, ah, 1 Euro. Nee, 50 Cent. Und du denkst, nein, jetzt geht's mir ums Prinzip.
Ich bin nicht bereit, dir noch mal. Es kostet nur 1 Euro hier, dieses 50-Euro Wertding, ja? Ich hab das aber selber. Also ich habe ein Amiibo entdeckt, frisch verpackt. Neupreis 24,90. Und das war offensichtlich eine Mutter von einem Kind, die das verkauft hat. Oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die keine Ahnung gab, was das überhaupt ist. Und hat gedacht, das ist einfach nur so eine Plastik-Action-Figur. Ja. Nicht schön für 2 Euro. Was hat sie dann aufgerufen? 2 Euro. Ja, das ist was anderes. Ich meine nur, wenn Leute sagen, wenn du dann noch sagst, oh, ich hätte wahrscheinlich 50 Cent, aber sie hat bitte. Halt so, aber sie hat, es war halt so der Klassiker so, ja, keine Ahnung, 2 Euro. Und dann so ein fragendes Gesicht, ob das für mich in Ordnung ist, schon meine Reaktion abwartend. Und ich so, 2 Euro. Und dann hätte ich dann wahrscheinlich sagen können, nö, also bei einem bin ich dabei. Dann hätte ich sie noch mal um 1 Euro. Ja, aber das, aber das finde ich gedacht, doch nee, ja, genau. Aber ich sah mich dann aber auch nicht verpflichtet, ihr zu sagen, ich gebe ihnen 6. Oder 10. Nee, das kann ich also verstehen. Da musst du dann schon deine eigenen Hausaufgaben machen. Das ist, und man will ja auch auf den Flohmarkt gehen, um Schnäppchen zu machen. Ja, also wie gesagt, was zu finden, ich bin irgendwie voll bei dir. Also Flohmarkt impliziert für mich auch immer so ein bisschen, da verkauft jemand was, der nicht den genauen Wert kennt. Ja. Was ist das denn hier für eine abenteuerliche Alternative? Nee, da müssen wir nicht. Aber ich will, na gut, nee, du hast recht, da wird uns eh die Sidequest hinführen, ne? Ja. Ja, stimmt schon. Mir, wie gesagt, mir, das ist dann manchmal so ein Moment, wo man so sagt, wirklich, ist ganz ehrlich, wegen 50 Cent machst du jetzt hier einen auf Drama. Ja. Da, ich hau es lieber kaputt, vor ihren Augen, zerstöre ich den Gegenstand. Nur weil ich es einfach nicht akzeptieren kann, dass sie noch gieriger werden. Ja, das ist irgendwie so, die Leute haben das Gefühl, wenn sie nicht gehandelt haben, dann wurden sie betrogen. Ja. Ja, also weil sie dann nicht das bestmögliche Ergebnis für sich rausgeholt haben. Und das geht ja nicht. Ja, aber warum heißt bestmöglich immer, dass du selber das Gefühl hast, du hast jemanden quasi gefickt? Tja. Warum heißt es das immer? Hier ist ein geiles Geheimnis hoffentlich. Warum heißt das nicht einfach mal beide? Also ich habe ein gutes Gefühl als Verkäufer und der Käufer hat ein gutes Gefühl. Das ist doch, so soll es doch sein. Ein guter Kompromiss ist ja meistens, wenn sich beide schlechter fühlen. Oh, das ist sehr gut gegen Käfer, aber sollen wir das nehmen? Ich habe das Gefühl, ne? Löst es mal aus. Das ist doch nicht umsonst. Sonst wird es das doch hier nicht geben. Bei dem Larvengedöns hier. Ja, irgendwie schon, aber irgendwie. Nee, das nehmen wir nicht. Das ist schlecht. Und das ist auch schlecht. Das nehmen wir auch nicht. Also, wenn es natürlich wieder nur Zombie-Kommen-Ding. Ja, stimmt, das könnte natürlich auch sein. Aber wir sind jetzt auf erstmal gut für die Larven gerüstet. Aber es ist natürlich eher. Ja, es wird sich herausstellen, ob das dumm war. Aber es kann ja auch sein, dass der Ursprung dieser Plage, der jetzt der Bossgegner ist, natürlich irgendein Larven-Käfer-Kackvieh ist, ne? Und keine Ratte. Weißt du, was das Problem auch an diesem Spiel ist? Im Vergleich zum Beispiel zu The Messenger oder auch Blasphemous. Es gibt hier wenig so Jump-Passagen, wo das Joypad mal rumgereicht wird, so Geschicklichkeitstests, möchte ich mal sagen, ja, wo man sagen kann, ey, komm, ich mach das jetzt mal. Und man schafft 3 Hürden und die 4. rafft einen hin, so. Es ist halt eigentlich die ganze Zeit nur relativ simples Laufen und dann kommen halt die Kämpfe, die aber eigentlich auch immer nach dem gleichen Schema ablaufen. Also ich mag das Spiel, es hat echt einen gewissen Charme und es ist ein Indie-Titel, aber ich bin jetzt hier schon im niedrigen 70er-Bereich angekommen, muss ich sagen. Ja, siehst du, jetzt werden wir belohnt dafür, dass wir die springen. Also. Danach kommt noch so einer übrigens und ein Skelettkrieger. Ich sag's. Das finde ich eigentlich ganz cool, ne? Dass sie so von hinten sich ankündigen. Ja. Springen. Ah ja, gut. Die sind halt super easy. Ja. Oh. Hey, der ist geplatzt. Boomer. Und ich glaube, ich werde jetzt mal konsequent versuchen, diese Attacken, weißt du, immer zu, wie sagt man so schön, zu unterbrechen. Weil ich keinen Bock habe, darauf zu warten. Ich will das ja aufnehmen, was hier liegt. Das ist nichts. Das ist die Belohnung für nach dem Kampf. Gut, das habe ich gerade gesagt, bei dem Herzen. Ach, das, okay, das müssen wir natürlich jetzt. Okay, so wollen wir nicht sterben, so ehrenlos. Da ist noch ein Armbrustrattenmann. Sehr gut. Okay, dreimal Silber. Dreimal Silber, einmal Gold. So hast du mein Herz geholt. Norden, Süden, Osten, Westen, bei dir schmeckt es halt am besten. Ich hab schon schlechter. Osten, Westen und noch Süden. Ich möchte mich mit dir gern vergnügen.
Norden, Süden oder Osten, würd gern deine beste Freundin kosten. Süden, Westen oder Norden, Sex mit dir, bitte nicht erst morgen. Ich dachte, kannst du mir 5 Euro borgen? So, was hat denn hier Captain Rotauge? Das ist der Barde. Ich hab deine Mütze. Ich glaube, der ist böse. Okay, wir müssen auf jeden Fall Froschrüstung als nächstes. Ja, ich hab sie umgebracht. Obwohl. Super, hast du es gemacht. Top, aber. Was? Der Schmidt sagt. Der Schmidt? Ich brauche eine Blaupause, du sollst eine haben. Das ist korrekt. And seen a book of blueprints there. He also thinks he's found a way out. Na gut. Aber eine Kiste Bier hat er nicht gefunden. Doch. Ah, da steht sie ja. Wunderbar. Ah. Na. Ja, die Frage ist, brauchen wir jetzt noch Larvenrüstung oder wieder was anderes, ne? Er hat Ratten gezeigt, er hat Frösche gezeigt, das ist schwer zu sagen. Wir stellen uns auf Larven ein, das stimmt schon. Das ist wie wenn du zum Chinesen gehst und plötzlich hast du einen Gyros-Teil. Ah, siehst du, geh mal zurück und hol dir Skelettrüstung. Das ist doch hier nicht Larve, das ist doch Untote. Skelettrüstung? Ja, also Verteidigung. Maximum. Na gut, na gut. Ja, oder? Guck mal einmal hier, ja, ist vielleicht richtig. Also Larvenwiderstand ist enorm. Aber andererseits, guck mal, wir haben eigentlich auch fast nichts. Mozi. Das ist doch Quatsch, Mozi. Ja. Das ist auch schlechter. Also die ist schon gut, weil die Gesamtverteidigung auch gut ist. Ja, dann lass es. Mach doch, jetzt, komm, wir probieren es. Schrei mich nicht an, mach einfach. So, jetzt. Die Halle der Bücher. Was ist denn noch so? Hast du denn so Angst? Da ist das Buch, das Necronomicon. Oh. Pass auf, ich habe das Gefühl, der wird sich jetzt mit Lachen. Verrater. Lando Ferrari. Oh nein, sie kommen. Oh, super Zombie. Oh, endlich mal wieder Boss-Time. Rotwarze, oberster Kriegshäuptling des Froschclans. Das ist ein Frosch, wir brauchen Froschabwehr. Springen. Oh, Mann, du hast dich drauf. Okay, pass auf. Und er macht seine Mucke. Springen. Einfach aus Prinzip extra nicht. Nee, ich spring doch nicht, ich roll. Das war immer der Rollangriff. Musst du springen bei Kreis. Stimmt. Du hast recht. Ich weiß. Springen. Ja, aber nicht so nah an ihm. Hat er gerade ein Auge verloren? Springen. Nein, es kotzt da. Ins Gesicht, nein. War das jetzt gut? Springen. Die Musik im Hintergrund hilft nicht vom Baden, ey. Ja. Aus der Scheiße. Ja, einfach weg. Er ist ja viel schneller. Ja. Okay, der ist nicht ganz. Also, richtig. So, jetzt pass auf. Folgerichtig. Ich zeig dir. Jetzt zeig mir mal. Aber du kannst natürlich jetzt ein bisschen Froschbonus machen. So, jetzt machen wir erstmal eine Froschrüstung. Was haben wir denn da? Die ist gut. Die bringt mehr Verteidigung und Froschwiderstand. Das ist 1A Froschmaterial. Oder die macht noch mehr Froschwiderstand. Aber weniger Verteidigung. Ja, so. Jeder muss seine eigenen Erfahrungen und so. Du kannst natürlich den lustigen Clownshut, den ich aufgesetzt hatte, der war nämlich auch. Vielleicht gibt's da noch Besseres. Ach so, nee. Die scheinen keine individuellen wieder. Oh, dein Krähenhut vielleicht da unten. Der sieht geil aus. Nee. Aber das ist das Einzige, was er tut. Ja, gut. Also es ist nur so, dass Rüstung den viecherbezogenen Spezial-Reduktionsding machen. Huch. Ich verstehe schon, was hier die Schwierigkeit ist. Springen. Er ist sehr schnell. Springen. Ja, der ist. Und
du kannst ihn auch nicht einfach so proaktiv kontern, sagen. Nee, man kann nicht viel Damage auf einmal machen. Sehr gut. Jetzt aber 1, 2, 3 und weg. Wunderschön. Es ist wirklich wie, es ist wie, es ist eine Interpretation von Black Swan, die du gerade in der, aufführst. Ganz feinstes Ballett hier. Es ist wie so ein kleiner Liebesreigen, den ihr euch gerade gönnt. So ein Umwerbungstanz. Oh, ich hab doch gedrückt, Mann. Das ist halt der, wenn wir eine Fat Roll haben, der Nachteil. Ja. Ich habe das Gefühl, hier merkt man das erste Mal, den Nachteil, ne? Oder den potenziellen Nachteil. Ach ja. Oh ja, okay. Das ist schon anspruchsvoll. Ja. Aber machbar. Komm. Jetzt auch, gibt mir jetzt auch nicht, schaffe ich niemals Vibes, aber man muss sich konzentrieren, um die ganzen, die jeweils die richtige. Das Problem ist, er ist sehr schnell. Also du kannst mal meistens nur so ein, zwei. Das ist für unsere gierige Herangehensweise gar nicht so. Na gut, ich sehe schon, ich muss den widerlegen. Ja, das ist natürlich Quatsch. Das war dumm. Mann. 1, 2, 3. Weg. Den kann man einfach nur blocken, ne? Ja, da passiert nichts. Okay. Ja, okay, ist aber machbar. Komm, ist eigentlich easy. Ist wirklich machbar, ne? Hast du eigentlich mal Nier Automata gespielt? Ja, ein bisschen. Wie hat's dir gefallen? Ja, hat mich nicht so wirklich hundertprozentig gecatcht. Fand die Welt relativ, ich weiß, sie natürlich soll so sein, aber dadurch diese leere Hochhauswelt irgendwie, das hat mich nicht so mega animiert. Du bist auch gemein, mich jetzt solche Fragen hier zu stellen. Naja, sag ich, eine Frage braucht doch immer jemand, der sie beantwortet. Und dann mochte ich auch diese Ballersequenzen nicht so. Ja. Das war mir zu viel arcadiges, ja, so wie nennt man, so Twin-Stick-mäßiges Shooter-Gedönse statt klassischem Third-Person-Action-Schwert. Also ich fand's schon nicht schlecht und ich weiß, dass das natürlich jeder feiert und so, aber irgendwie, ich bin nicht in diesen Suchtloop reingekommen. Hat natürlich einen tollen Soundtrack und so, die Atmosphäre ist super. Ei, ei, ei. Wieso? Nee, nee, nur, ich wollte nur mal wissen. Ja, mir hat es großen Spaß gemacht, ja? Zugeben, aber viele von den Sachen, die du anmerkst, was hat gerade für dich so gemacht? Nee, das hat mich einfach bei der Stange gehalten. Das heißt, weil die Story irgendwie cool war, die Inszenierung frisch und sehr abwechslungsreich war. Keines von den Spielmechanik-Elementen war irgendwie so top-notch, aber alles war so gut und spaßig, dass es einem nicht auf den Sack ging. So. Und dadurch, es war schon eine frische Mischung insgesamt mit der Story, den Figuren, der Musik und allem. Hat mir gerade mal gut gefallen. Apropos gut gefallen. So, jetzt, also ich kann auf jeden Fall nicht gleichzeitig mit dir Spielreviews machen und diesem Typen legen. Nein, das ist richtig. Ich weiß, es war unfair von mir. Das ist. Ja, du sagst es jetzt so, als ob es nicht deine Schuld wäre, aber es ist tatsächlich komplett deine Schuld. Ja, okay, sehe ich einen. Das ist auch schon wieder jetzt gelogen, dass du das einsiehst, weil ich glaube ich dir nicht, dass du es einsiehst. Guck mal, ich werde doch gleich sterben und dann. Ich werde dich jetzt auch nicht in irgendwas verwickeln. Das ist nett. Ich werde das gleich auch nicht mehr tun. Ah, dann hat er verpasst, ne? Gut. Gut. Ja, man darf aber nicht zu gierig werden, weil er ist wirklich eigentlich ein super, ist eigentlich ein No-Brainer. Also er hat, also er jetzt. Gut. Oh, ah, das war nicht gut. Jetzt nicht dumm werden. Was macht er jetzt? Ja, komm halt. Oh. Na gut. Oh, neue Attacken, ne? Mhm. Okay, hier versuche ich nämlich jetzt mal cool zu bleiben und nicht panisch zu sprengen. Oh, das war das. Weißt du, so zu springen, dass man. Das war dumm, das hätte ich jetzt. Hast du noch Pfeil und Bogen, ne? Ja. So. Kotzt er? Ja. Jetzt Pfeil. Ja, ich muss ja einmal durchhalten. Aber das ist natürlich das.
Das ist gut, wenn man da nah dran ist, dann hast du nämlich eine gute Opportunity. Da ist er. Ja, das war der Moment, wo ich. Jetzt hast du ihn doch gleich. Ja, es ist. Pfeil, wenn du so weit weg bist. Naja. Ja. Du hast ihn gleich. Nicht okay, jetzt. Okay, okay. Pfeil. Das ist nicht cool, Pfeil, aber es funktioniert. Pfeil. Oh, schnell hin, Finish him. Ja. Ja. Ah, stark, Colin. These frogs ended up buried in this revered place. More of his father's secrets. Ja. But for now, he had found. Guck mal, wie viel Energie du noch hast. Ey. Ja, das ist so ein. Gut, das. Ja, nehmen wir. To explain these creatures being here. Verteidigung. Ja, super. If you were being honest, Hammer. Because he missed his father's reassuring presence. Es tut mir ein bisschen leid, Ede. Ich weiß, dass ich durch das Ablenken. Das war nicht böse gemeint. Ich dich wirklich. Ja, ich habe dich darum gebracht, diese Trophäe mit nach Hause. Nein, ist schon okay. Na, ist aber so. Ich will es nur einmal sagen, dass es auch wirklich hier einfach mal nicht zwischen uns steht und auch da draußen klar kommuniziert ist. Also. Ist mir einfach. Ja, aber um nochmal auf Nier Automata zu kommen. Du hast dann halt immer so diese Passagen, wo du dann, dann kommen irgendwelche Roboter und dann musst du die abballern mit diesem Kugeln und Ausweichen. Das hat mir einfach nicht so Spaß gemacht. Dieses. Keine Ahnung. Ich hab die ganz gern gemocht, aber die waren auch wirklich, die waren nie raffiniert oder knifflig genug, dass die so ein richtig eigenständiger Gameplay-Herausforderungsding war, sondern es war einfach nur so ein Auflockerungsding. Aber hat natürlich eine geile Inszenierung dann sogar, wenn die Zwischensequenzen nahtlos übergegangen sind in irgendwelche Kämpfe oder so. Ja, ich muss sagen, ich hatte da noch ordentlich Spaß mit. Ah, so, Bade. Gibt's noch irgendein Abschiedsgeschenk? Nee, er geht da einfach nach rechts. Da gehen wir den Weg auch zurück. Ich will nur noch mal einmal kurz gucken, ob es sich irgendwie. Nö, müssen wir, glaube ich, den Weg sogar gehen, weil da habe ich. Nö, keine Ahnung, wo wir da landen. Ich hab, mein Gefühl sagt mir nur, wir werden nachher eh wieder da. Mit 1000 Sidequests belohnt. Läuft der schneller jetzt? Oder bilde ich mir das ein? Ja, das sieht so ein bisschen aus. Oder nur, weil es so rangezoomt ist. Also, weil es rangezoomt ist. Ja, das kann sein, ja. Natürlich. Schon wieder. Oh ja. Sag ich mir. Ist auch eine neue Zweihandwaffe. Oh! Warum sind die denn so schnell zerfallen? Das sind ja nur Skelette. Also nur Fleisch und Haut und Knochen. Ja, also nur Knochen. Ja. Wie ist bei dir serienmäßig? Was ist da was angesagt zurzeit? Oder bist du raus aus dem Serien? Nee, gar, ich hab zuletzt hier Squid Game geguckt. Okay. Und sonst, ich weiß gar nicht, ich wollte jetzt endlich mal, was ich jetzt beim Anbieter meiner teilweise Wahl gratis verfügbar ist, endlich, die 8. Staffel, die letzte Staffel Homeland, endlich gucken. Ah, okay. Es hat mir ja bis auf, ich glaube, ein, zwei etwas lähmende Zwischenstaffeln richtig gut gefallen. Ja, habe ich, glaube ich, die erste Staffel geguckt und dann aber auch. Weiß ich nicht, hat mich in so einer Stimmung erwischt, wo mir das alles ein bisschen zu anstrengend war. Ja, das gibt es ja, solche Serien. Aber ich fand's auch, es hatte halt so diesen 24-Charme, aber in einer moderneren Erzählweise irgendwie. Aber so sehr viele von diesen Elementen, diese man kann niemandem trauen und wer ist wer und ist er und sie, was hat er damit zu tun? Und die Serie spielt dauernd mit dem Misstrauen im Prinzip. Ja, den Vorurteilen. Und hat wirklich mit, aus meiner Sicht, mit der Hauptfigur Carrie Mathison und auch Claire Danes als Schauspielerin, eine ganz tolle, vielschichtige Hauptfigur. Mhm. Und Claire Danes, ich kann mir die überhaupt nicht mehr in anderen Rollen vorstellen. Ich glaube, man hat sie seitdem ja auch, also ich zumindest, gar nicht mehr wahrgenommen. Aber super. Also, top besetzt. Ich bin gespannt, jetzt die letzte Staffel. Tut mir auch ein bisschen leid. Ich habe immer skeptisch, wenn Serien so viele Staffeln haben. Ja. Dann denke ich immer so, die waren erfolgreicher, als sie gedacht haben, und dann haben sie es ausgereizt und irgendwann wird es dann schlecht, so typisch Dexter-mäßig. Und da lobe ich mir doch so ein Breaking Bad. Wir wissen, wo wir hinwollen, wir schließen das ab, egal wie erfolgreich es ist, und machen die Nummer rund. So. Ja. Ich
glaube, ich weiß schon genau, was du meinst, aber in dem Fall ist das jetzt. This statue almost seemed to glow. Ja, das wollen wir doch auch. Wo läuft Homeland? Das ist Amazon. Ja, genau. Oh, das ist. Das sieht aber geil aus, deswegen will ich den haben. Oh nein, jetzt habe ich ihn weggeräumt, egal. Also anscheinend haben wir diese Trophäen, die wir hier abgeben müssen, ne? Also, die passt jetzt hier nicht. Weiß gar nicht, also nur mal, wo wir sind. Wir sind hier irgendwie in der Untergrundgruft und können jetzt hier mal eben kurz diese Statuetten hinlegen. Na, guck mal. Das ist bestimmt ein Goodie, wenn wir alle da. Ja, sind also beide Türen auf. Vier gibt es potenziell. Die beiden fehlen uns aber noch. Käse. This cheese was unusually pungent. Hätten wir durch die Tür geworfen? Ah, nee, die geht noch gar nicht auf. Da links ist aber Heilung. Ja, aber ich glaube, da können wir mal gucken, ob wir da überhaupt herkommen. Nee, da sind wir doch gerade. So, alles gut. Da waren wir ja gerade, genau. So, und da kommen wir noch nicht rein, aber ich würde sagen, das ist die Finalboss-Tür. Zeige ich jetzt einfach mal. So. Was guckst du gerade? Hast du irgendwas Krasses zu empfehlen? Was habe ich zu empfehlen? Ich habe angefangen mit Veep. Mhm. Mit Julia Louis-Dreyfus. Fantastisch. Gefällt okay. Mir sehr, sehr gut, sehr lustig. Muss man aber natürlich auch, wie immer, bei diesen politischen Weiße Haus-Serien, das jetzt House of Cards ist oder West Wing oder so, muss man Bock drauf haben. Ich mag das aber. Ich mag dieses Genre sozusagen. Und es ist halt einfach sehr lustig. Es hat so diesen ja, The Office-mäßigen Humor nur im Präsidentenhaus mit ein bisschen Politik gemischt, aber auch so eine lose, immer übergeordnete Storylines. Aber wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn du mal eine Folge verpasst oder so, aber macht mehr Bock, wenn du so am Stück guckst. Ja, kann man einfach gut weggucken. Ted Lasso gucke ich gerade noch. Ich finde es nicht ganz so krass, wie es gehypt wird. Dafür ist es mir einfach so ein bisschen zu belanglos. Mhm. Aber auch so eine Feel-Good-Serie, die du einfach so. Ne? Kannst du einfach easy gucken. Oh Gott, ich glaube, so ist es. Squid Boss. Game bin ich Folge 5 oder so. Das habe ich gerade. Schon wieder? Ja, das ist, glaube ich, ein optionaler. Ich habe ein Geheimnis gefunden. Okay. Also, der ist optional. Wir können aber machen. Denn. Wo war der? Mach mal die Karte. Ich bin jetzt hier, genau, da nach unten. Da konnte man durch so einen dunklen Bereich, bin ich einfach mal reingegangen. Aber der hat mich ja so schnell gekillt, der gibt einem so ein bisschen Vibes, als ob man da vielleicht noch gar nicht hin sollte. Vielleicht, aber wir können es ja mal probieren. Das ist, oh, sehr gut, um schneller runterzukommen. Ich glaube nur, wenn wir einmal unten sind für dieses Ding, dann kommen wir auch nicht mehr. Nervig, das ist immer so ein bisschen nervig. Warum muss es noch so einen Standard-Mob davor geben? Das lobe ich mir bei Metroid Dread. Da gibt's dann meistens nix. Ja, also du kriegst ja auch nichts dafür. Okay. Okay, das ist aber eine gute Gelegenheit, um ihm Damage zu geben, wenn man nicht gerade. What? Ja, ey, wir sind viel zu schwach. Ja, nee, ich glaube, das ist. Ja. Das ist wahrscheinlich so ein Typ, den man ganz am Ende des Spiels machen soll, weil der macht einen so schnell kaputt. Oder willst, nee, es lohnt sich eigentlich gar nicht. Den müssten wir jetzt 300 Mal machen, weil du darfst bei dem nicht getroffen werden. Du müsstest quasi jeder Attacke ausweichen. Und ich behaupte mal, dass spätestens. Nee, mach mich weiter, du bist ja auch in den reingelaufen. Also. Aber kann man nicht den Schlüssel holen und dann wieder hoch? Nee, weil da waren diese Flutschi-Flutsch-Dings da bums. Das wird wahrscheinlich für den Loop sein einfach, ne? Dass man da irgendwo. Wo war noch mal das Gitter? Irgendwo ganz unten? Irgendwo war noch ein Gitter. Ja, bestimmt was richtig Geiles für den. Ja. Aber deswegen. Wir gehen erstmal regular weiter. So, wo wollten wir hin? Wir wollten zum Koch wieder, ne? Aber ich mag das. Endlich mal so eine Stelle, wo man sagt, okay, da komme ich später noch mal wieder. Ja, auf jeden Fall. Das ist, können wir uns schon mal gut merken. Ja, also es gibt schon ein bisschen was zu entdecken. Hoch. Gehen wir erstmal hoch und kommen wir eh beim Koch vorbei, ne? Ah, das ist der Bade. Der Rattenbade. The distant smells of fresh whole bug bread led them home. Anziehen. The bard swore to write a heroic song of the pair's quest. Reggie wondered what would rhyme with zombie. Ist God of War gespielt? Du meinst den letzten Teil? Ja. Ja. Der war geil. Ja, super. Der war top.
So, jetzt können wir noch einmal hier ein Gericht annehmen. Aber ach komm, ich würde sagen, Essen dauert ein bisschen. Gucken wir uns mal schnell einen geilen Spot an und dann sind wir gleich wieder da. Oh ja, so ein 90-Spot hätte ich Bock. Oh ja, das wäre cool. It's a perfect day, a sunny day, each time that you're near. And when you touch my hand, I understand that love is very near. But don't let go, I think you know that this is right. Don't you see, we can beat the Cupid's arrow that's in flight. This is just you for me. Every time I see you, baby, you set me free. Come on, let's believe forever. Da sind wir wieder. Schauen wir doch direkt mal, was Captain Koch uns für Köstlichkeiten. Das ist dein Maniac-Schreibdings, diese Alliteration, das ist Spielejournalismus. Der schrumpelige Super-Söldner kämpft in den tiefen Tavernen Tragodias gegen grummelige Echsenkönige mit furchteinflößenden Viechern. Viechern, ja. Ja, das ist so, das ist auf jeden Fall Videospiel Print-Mac. Das stimmt schon. Und Steffen Freundorfer, den kennst du ja auch, ja. Mein damaliger Chefredakteur, der mich sozusagen angelernt hat, sagte immer dazu, dass die Alliteration sei die Poesie des kleinen Mannes. Das stimmt denn die Alliteration ist Poesie. Punkt. Noch krasser. Ja. Und natürlich alles immer mit noch einem Satz, das habe ich so damals gelernt bei Giga oder so, immer noch mal mit einem Adjektiv anreichern. Ja, ne? ja, also das macht man auch mal gerne. Nicht der Gang ist lang, sondern der verwinkelte Gang ist lang oder so. Das düster schimmernde Licht. Genau, das düster schimmernde Licht. Wabernde Schatten. Die verzweifelten Menschen. Glänzende Schwert. Ja, genau, das ist. Hauptsache, das klingt gut, ne? Gib dem Ganzen noch ein Attribut, ja. Wir sind natürlich Journalisten. Ja, selbstverständlich. 30 Gold! Ey, 30 Gold, wo sollen wir denn 30 Gold herkriegen? Das ist wirklich, überall wird gefeiert, nur bei uns nicht. Ja, 30 Gold, dafür müssen wir im Prinzip eine kleine Rattenfamilie heranholen. Ey, was willst du machen? Wir müssen jetzt wirklich ausreiten mit scharfem Schwert und die Leute an ihre Staatspflicht erinnern. Mit dem Klingelbeutel rumgehen jetzt hier. Ich habe irgendwie gar keine Lust, zu irgendeinem Sidequest-Board zu gehen. Nö, aber geh mal zum Schmiedesen und lass mal ein bisschen gamblen. Vielleicht haben wir Glück. Das kann wirklich überall, da gucken wir gleich drauf. So, jetzt lass mal schauen hier. So. Mhm. Ja. Genau. 12 Stück können wir machen. Okay, dann lass gucken. Ist irgendwas Geiles dabei jetzt? Pass auf. Sieht gut aus. Macht gar nichts, oder? Nichts, ne? Da, acht Gewicht mehr. Nee, ab in die Kiste. In die Kiste. So, was haben wir jetzt? Da haben wir einen, macht mehr Gewicht, mehr einhändig, aber sehr viel mehr Gewicht. Nee, in die Kiste. Erstmal in die Kiste, okay. Jetzt haben wir eine geile Axt, gleiches Spiel wie eben. Nee, komm in die Kiste. Wir suchen schon so ein richtig grünes, dickes. Nee, das machen wir weg damit. Gucken wir uns nicht mal, also. Du willst kein Schwert als Zweitwaffe, ne? Nee, genau, ich bin da noch so ein bisschen. Oh, das ist da sagen wir, wir nicht nein. Das nehmen wir, eine lila Armbrust. So, und ein neues Schild. Macht mehr, nee, schlechtere Verteidigung. Aber ein bisschen weniger Gewicht, aber das ist doch kein guter Deal. Mehr Gewicht und schlechtere Verteidigung. Das klingt so wie doppelter IQ oder kein Geld zurück von meinem. Kennst du Gary Larson? Ja, ne? Ja. Ich finde Gary Larson so großartig. Das könnte man sich überlegen, das sieht halt schön aus. So ein Comiczeichner, oder? Ja, so ein Cartoonist, genau. Cartoonist, genau. Es gibt nichts wenig lustigere Menschen aus meiner Sicht in der Welt. Diesen aber Helm können wir nehmen. Nee, das ist einfach nur eine Gewichtssteigerung. Das ist ja nur eine freundliche Empfehlung. Den haben wir doch schon, das ist doch der Clownshut. Nee, den haben wir nicht.
Aber jetzt kommen zwei noch. Oha. Das ja, ist gut. Das nehmen wir. Ja, das nehmen wir. Wir haben jetzt auch keine Frösche. Es kommen bestimmt wieder Larven. Müssen wir uns nur daran erinnern, wenn Frösche kommen. Und das ist gegen Mozzi Widerstand zu. Und aber ja, auch sonst Verteidigung. Gut. Ja, ja, komm. Komm. Das ist passt gut. Auch zum Helm. Jetzt ja. Haben wir nichts mehr. Geil. Die Frage ist, ob die nicht sagen, so beim, wenn du 20 Rezepte eingereicht hast, kriegst du was. Wenn du 30, weißt du, das wirkt so, dass es random ist, aber vielleicht ist es gar nicht random, sondern vielleicht kriegen alle bei der bestimmten Anzahl von eingereichten Blaupausen immer den gleichen, weißt du? Das kann sein. Werden wir es nie erfahren? Nee, werden wir nie, weil wir nicht so. Also, klar, Kohle können wir abgeben, sonst gibt es nichts, was pulsiert. Also, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal zum nächsten Brett, ne? Oder hoffen, dass jetzt eine Story. Das ist schade, man ist jetzt so ein. Kann man mit dem reden? Nee, der steht da aber noch. Oder ist. Wir haben keine aktive Quest mehr, nur außer dass. Da unten links können wir da jetzt hin? Achso, das ist einfach nur. Theoretisch von Langschwanzdorf nach Linkshausen, meinst du? Da, ja. Ja, ja. Die Mine. Also, wir können ja gleich mal hin. Das ist die Mine. Gab es denn hier noch ein schwarzes Brett eigentlich? Nee, ne? Das gab es nur in Langschwanzdorf. Das war auch kein. Nee, hier. Gut, in Schwarz. Ja, gut, dann hilft ja nichts. Ab nach Langschwanzdorf. Oder kommt er und sagt uns jetzt was? Aber lauf ihm noch mal hinterher. Meinst du? Komm, wenn du es bist. Würde mich jetzt mal interessieren, was der vorhat. Wenn der da so. Das wäre zu geil. Nee, der läuft da nur hin und her. Der stand eben an der. Nee. Der ist nur zum Saufen hier. Darum komm und sauf mit mir. Da. Das wird so geil bei Elden Ring. Was, saufen? Nein, dass die Open World lebt, sozusagen. Dass du, wenn du an gewissen, zu gewissen Zeiten, an gewissen Orten gewisse Sachen machst, dass ich dann gewisse Sachen. Offenbar. Ja, ich verstehe deine tollkühne Hoffnung. Das ist ein. Es wird so kommen. Mark my words. Ich hoffe. Oh, eine neue Quest hier. Kompass. Ich habe einen Kompass. Ja gut, du kannst mir aber auch. The old rat was willing to part ways with his compass for the right price. Ja, komm, davon haben wir mehr als genug. 20 Krabben ist ja easy. This fine compass was ideal for a ranger tracking beasts in the wild. Mhm. Das ist so eine Tauschquest, ne? Mhm. Wird wahrscheinlich irgendjemand wollen. Dann lass uns mal gucken, was es denn hier Schönes gibt. Nichts. Ja. Ich muss kurz. Ich bin. Gut, also jetzt müssen wir. Ach. Also, es ist doch so, wir müssen wieder zum Ranger. Da hätten wir aber doch auch. Na gut. Ja, gut, dann machen wir das so. Aber ich mache jetzt Fast Travel. Ich habe jetzt keine Lust hier. Ich habe keine Lust, da jetzt hinzulatschen. Auch wenn auf dem Weg sich vielleicht was ergeben könnte. Ach, diese Zweifel. Entscheidung ist doch gefallen. So, ab ins Ranger-Lager. So, da war nämlich hier oben das direkt. Ah, stopp. Lass noch mal raus. Hier war doch direkt jemand, der jammerte. The ranger wanted to find fresh hunting grounds, but without a compass, he couldn't map them. Tja. Bug. The compass had guided the ranger to new hunting grounds. He gave his first kill to the king in gratitude. Immer neuen Ort auf der Karte. Glaube ich. Guck mal's mal. Also hier sind sie auf jeden Fall noch nicht. Na gut, gehen wir erstmal. Hier, erst mal auf. Ne? Ja. Hier drin war noch jetzt das. Da, am schwarzen Brett. Okay. Oh, guck mal hier, Mozzi King. 10, 20. Mhm. Wollen wir, was wollen wir, eine 3er oder eine 4er Stern-Challenge? 4er. Ja, komm, ne? Mozzi King. Aber ein neuer Feind ist auch geil. Wir können natürlich auch erstmal die 3er machen, dann kriegen wir da ja Equipment, womit dann vielleicht. Die 4er leichter ist. So ist recht. So, was ist es für eine Kreatur? Hast du geguckt? Das gilt es als Frosch oder was? Nee, das wurde, glaube ich, nicht. Aber endlich können wir wieder mal da runter, ey. Cool. Ja, gut, ist nicht so weit weg, ne? Kann man mal eben. Kann man dann schon mal machen. Gut. Hauptsache, da ist noch eine Speicherbank beim Flötenboy. Manchmal hofft man ja, dass man noch irgendwie.
Es war einfach nur nach unten und dann. Ja, klar. Ach komm! Aber die Magut machen natürlich kaum Damage. Das muss man sagen. Da ist doch was. Was machst du denn? Ich dachte, da sei schon. Ja? Mhm. Was? Ich weiß nicht, was es ist. Rechts. Mhm. Danke für den Hinweis. Okay. Da liegt schon wieder einer von unseren Freunden. Oh nein. Mhm. Ah, siehst du? Larven. Da drin, meinst du? Die pulsieren? Nee, er hat das Larvenzeichen. So. Wir brauchen Larvenrüstung. Ja, aber ja. Das. Okay. Okay. Lass mich auch, Jungs. Komm. Das ist echt komisch, dass du manchmal so gut bist und manchmal so schlecht. Aber das ist ja wohl, das sind ja eindeutig Penisse. Ja, kannst du mir nicht erzählen, dass es Zufall ist, dass die so aussehen. Penen. Ja, die sehen so wie Nacktmulle aus ein bisschen, oder? Come on. Es ist ganz klar, was das ist. Oh, geil, geworfen. Zack. Den Move hatte ich mir extra aufgespart für diesen Moment. Ja, was klingt denn hier schön? Ja, der König ist dann wahrscheinlich der Riesen. Nacktmulle. Das Riesenglied. Ihr wollt ein Riesenglied. Ihr kriegt ein Riesenglied. Ein Glied, das ihr liebt. Riesenglied. Ach, warte, wir müssen ja gar nicht erweitern. Du hast deinen Schatz gefunden. Nicht schlecht. Aber gut, das ist ja auch deine Hut, ne? Dieses Genre, das muss man ja mal so sagen. Ja, ich kann auch ein paar Rap-Texte kann ich noch. Ich kann noch Höher, Schneller, Weiter von Moses Pelham, beziehungsweise 3P kann ich auswendig. Wir sind durchs Wasser gegangen und nicht nass geworden. Wir haben im Kühlschrank übernachtet und wir sind nicht erfroren. Wir haben schon 1000 Mal gespielt und noch nie verloren. Wir sind ein Dorn im Auge unseres Feindes, weil jedes Wort wahr und außerdem gereimt ist, scheint es wie Zauberei. Wenn ich ans Mikrofon greife und unseren Namen schreie, RHP, sind die Chabos, die du gerne haben kannst und hast, weil wir dir sagen, wie es ist, du bist ein Spast und wirst blass, während meine Farbe gesund ist und das Wort ins Ohr geht, wenn es aus meinem Mund ist. Wir sind die Bundesreimer Nummer 1 mit dem P's und dem Kreis. Und du laberst gerne Scheiß. Ja, klar. Ach nee, das war da gar nicht. Naja, das war ja auch. Aber das war's auch. Nicht schlecht. War das damals so dein Ding? War das so nach dem Motto, oh, Fantastischen Vier, die Spaßvögel, ja. Die sind nicht so meins, ich brauch's ein bisschen realer. Ich brauch's ein bisschen härter, ja. Das waren die ersten, die das F-Wort in Popsongs verpackt haben. Die hatten für mich ja immer so einen Beigeschmack damals. Aber ich war wahrscheinlich zu sehr wenig da. Da muss man sicherlich auch in einer gewissen Weise einen gewissen Lokalpatriotismus pflegen. Aber sie haben schon auch gewisse Pionierarbeit im deutschen Hip-Hop gemacht. Ja. Ich empfehle die Dokumentation, wie der Hip-Hop nach Deutschland kam. In der ARD-Mediathek ist das, glaube ich. Mhm. Und da sieht man den Einfluss der Frankfurter Rap-Szene und auch von Moses Pelham, der das ja auch schon seit fast, weiß ich nicht, 40 Jahren oder so macht. Und muss man nicht mögen, muss man nicht feiern, aber muss man, glaube ich, trotzdem respektieren, was da an Pionierarbeit geleistet wurde. Was macht er denn heute eigentlich noch? Ist er noch aktiv? Ja, hat gerade ein neues Album rausgebracht, das auch gar nicht schlecht ist, finde ich. Und zieht seit Jahren sein Ding durch, ne? Also, und hat, glaube ich, gerade eine goldene Schallplatte gekriegt, weil er über 4 Dekaden oder 5 Dekaden Chartplatzierung hatte. Als einziger Künstler, Popkünstler oder also in Deutschland. Was ist denn mit dem anderen Typen? Thomas Hofmann, den gibt's nicht mehr. Also den gibt's noch, aber der hat sich nicht durchsetzen können in der Szene. Nee, ich glaube, der wurde, ich weiß nicht, was da genau vorgefallen ist, so genau weiß ich das nicht, aber der ist dann nicht mehr, keine Rolle mehr gespielt, dann hat Moses P. das alleine gemacht. Der hat ja eh die Beats gemacht, der hat die Texte geschrieben, also ja. Hat man immer als Fan so gehofft, dass man eine Reunion gibt, aber irgendwie nicht. Oh! Ein lila Schild, aber. Den nehmen wir mit. Sah gut aus. Mal was Neues hier. Ja, ich muss sagen, der wirkte auch eher so wie jemand, den man auch. Der könnte auch
einen ganz normalen bürgerlichen Job haben. Ja, hat er. So hat diese Ausstrahlung hatte er immer. It was dead. But Reggie was no less unsettled. Es war relativ einfach dafür, dass das eine 3-Sterne-Quest ist. Ja. Ich könnte mir aber einfach vorstellen, dass es daran liegt, dass wir halt einfach schon krasse 5-Sterne-Motherfucker sind. Weißt du? Oh, das ist natürlich dumm, sagte er und starb. Und ging in den Gifttunnel. So, und jetzt wünsche ich mir einfach einen schnellen Rücksprung, weißt du? Also schnell wieder zum Board. Ja. I feel you. I can feel it. Das ist einer der schlimmsten Songs, der laber nicht, doch. Alter. Was? Widerliche Nummer. Was? Ganz mein schreckliche Gott, nee, 80er-Jahre-Nummer. Nee. Wirklich, da kommt Phil alles Collins zusammen. Ist einer der größten, wenn nicht der größte Popstar der Welt. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, nicht mit gegen Michael Phil Jackson. Collins, da habe ich überhaupt nichts gegen. Aber dieser spezielle Song, ein widerliches 80er-Jahre-Machwerk. Richtig geil, macht immer noch sofort Gänsehaut, wenn ich das höre. Ja, ja. Und dann, danach kommt der Reflex, genau, dass man kurz sagt, ey, geh mal nach draußen, ich rauche eine. Einfach nur geil. Nee, da kommen wir nicht zusammen, leider. Nee, das ist so. Nennt mich jetzt nicht. Gibt so ein paar Songs, die ich absolut hasse. Das sind natürlich keine Insta-Boker-Tables. Ah, was gibt's noch, so einen anderen Song, den ich hasse hier von Annie Locks, Lennox? Annie, ich wollte es gerade sagen, jetzt sagst du als nächstes was gegen die Eurythmics. Fürchterliche Nummer. Wie sie da die Soul Diva auspackt mit ihren Party-Kadenzen. Eurythmics. Du bist doch wieder im Modus hier aus Prinzip gegen mich zu sprechen. Street dreams are made of things. Ja, es gibt, ja, es ist nicht jeder Song gleich schlimm, aber speziell dieser Talking to an Angel. Das ist einfach looking grauen. For something. Nee. Was mache ich eigentlich? Warum mache ich das? Wir brauchen kein Gift. Ja, habe ich. Danke dir. Nee. Aber in the air tonight ist viel. That's pretty. Some dark stuff. Ich glaube, wenn wir diese Quest jetzt erfolgreich beenden, dann haben wir die 22 für unseren Thron schon zusammen. Okay, jetzt kommt Mozzi-König. Das heißt, wir sollten jetzt möglicherweise... Jetzt wechseln wir auf die Mozzi-Rüstung. Okay, aber Mozzi ist oben im Turm. Das ist Mozzi Mabuse. Kommen wir da an einer Schatulle vorbei, ja, ne? Ja, da ist alles. Sehr gut, dann können wir das alles da machen. Auf zum... Da ist doch der Travel. Ach nee, da müssen wir per Penis hin. Okay. Per Penis? So ein scheiß Name, ne? Per Penis. Ich renn hier einfach weg. Stark. Danke. Ja. Noch Fragen? Weiter. Ich habe mir überlegt, ob ich in die Politik gehen soll. Und hast du dich dann dagegen entschieden? Nee, es ist doch keine finale Entscheidung gefallen, aber... Hast du den Bedarf schon mal gecheckt? So? Ja, nach der jüngsten Krise, dass es im Prinzip 3 Kanzlerkandidaten bzw. Kandidatinnen gab, auf die keiner Bock hatte, habe ich gedacht, das ist doch eigentlich eine Marktlücke, in die man reinstoßen muss, oder? Ja. Also da muss man doch sagen, was haben die denn nicht, was ich habe? Und da habe ich einfach gedacht... Wenig. Ja, also da könnte ich doch... Ja. Mit ein paar Sympathiepunkten vielleicht das deutsche Volk für mich gewinnen. Ja, also ich sag mal, am Anfang steht immer eine Idee. Da kommen ja aber auch nicht alle, die haben auch nicht mehr Ahnung von irgendwas. So schwer kann das ja wohl nicht sein. Ja, eben. Ne? Also. So. Ich nehme mal eben Mozzi-Widerstand, ne? Aber da haben wir doch was Besseres. Das ja, du hast ja gar keinen Mozzi-Widerstand. Doch mal Mozzi-Widerstand. Das ist schon wieder Larven-Widerstand. Du musst den Rüssel nehmen hier. Mozzi-Widerstand. Ja, aber das ist doch nur so ein Lappen. Ja, aber guck dir doch mal, ist doch mega Mozzi-Widerstand. Das ist doch voll fast. Ja, aber das ist das. Ja, aber das ist Hemd, so. Mit dem ich verschwitzt aufgestanden bin heute jetzt. Morgen. Das ist Mozzi. Willst du mich doch nur in den Tod. Das ist ja schlechter. Ja, gut, da sind wir bei der großen Frage der. Komm, nehmen wir den Lappen. Mach mal den Lappen. So, erstmal speichern. Ich will nämlich jetzt noch, dass unser Thron gebaut wird. Ich habe einmal das Gefühl, also, das war eine 3-Sterne-Quest, um die Fallhöhe nochmal. Jetzt kommt eine 4-Sterne-Quest. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Oh, Alter. Drück doch die X-Taste. Ja, wenn man drückt X und A, das war eine alte XA-Schwäche. Oh, der ist tot. Then the stench of rotten meat.
The Mozzie King had come for him. Mozzie King? He wasn't the only king with a sting in his tail. Ist aber auch nur das gleiche Biest. Also direkt Pfeile reinbolzen. Ja, wir einfach gucken, was er überhaupt macht so. Bolz, Bolz, ja. Muss natürlich auch blocken. Und Pfeil. Nee, ich will ein Schwert. Ich will ihm den Stachel weg. Musst du mit der Zweihandwaffe rein. Alter Kackbär! Ja, lass mich doch mal einmal heilen in Ruhe, Mensch! It's not that hard. Hm. Alter! Nee, ja. Die Pfeile nicht benutzt. Wer macht ihr denn? So. Ein Viertel hast du schon. Hört man da Hubschraubergeräusche? Ja, so ein bisschen, ne? Ach, das war der Sprung. Kann ich dir schon mal sagen, der ist jetzt 2. Okay. Kriegst du hin. Ja. Kriegst du hin. Aber wir haben jetzt lange nicht gespielt. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast es. Aber ich glaube, wir sind. Ich glaube aber noch nicht, dass wir so gut ausgerüstet sind, wie wir sollten. Ich glaube, der Mozzi-Widerstand, das ist der Moment, wo wir jetzt merken, Mozzi-Widerstand schön und gut, aber der Grundwiderstand ist super wichtig. Ich lese die ganze Zeit der Malzbierkönig. Und das ist nicht naheliegend, diese Assoziation. Oh, was? Oh, nicht zu gierig, ne? Ja, ja, das, ich glaube, ich habe das Gefühl, du sollst dir die Schüsse lieber aufsparen. Für Momente, weißt du, wo die. Nee, 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 ich mach das so. Das Damage ist done. Ja, aber es ist noch nicht mal ein Viertel. Das ist done. Na ja, gut. Weg, weg! Ach, der macht einen Damage, wenn er da rauskommt. Genau. Ja, ja. Heil, heil, heil. Zwei. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt ran, ran, ran. Zwei, weg. Vielleicht kann man auch. Oh, warte, war ich. Oder roll unter ihm durch. Ich weiß nicht, ob der die Richtung wechselt. Oh, falsche Taste. Ja, ist gut. Das sieht schon wirklich gut aus. Oh, Mann. Ich hab gerade auf den Energiebalken geguckt. Ja. Eins, zwei, drei, weg. Springen. Hm. Ja, okay, der Sprung ist schlecht zu timen, ne? Das ist. Ich war in der Ecke. Ja, ja. Ich habe gesehen, du wolltest das Richtige machen, auf ihn zurennen und durchrollen und hast dann gezuckt. Ja. Man darf da keine Zweifel haben, keine Selbstzweifel. Aber nee. Das ist absolut machbar. Ja. Das ist wirklich. Im Gegensatz dazu, X zu drücken. Ach komm! Schön zwei verschossen. Aber mir sage ich, soll sie aufspannen für den richtigen Moment. Okay, erstmal. Ach komm! Ja, ja, komm, lass mich erstmal reinkommen. Als wird. Vielleicht kann man den auch weg. Ne, den kann man nicht wegblocken, ne? Parryen meine ich. Ja, okay. Ja, vier ist zu viel. Vierer Gier. Und das ist zu früh. Vier ist Gier. Uiuiui. Was ich gut finde, ist tatsächlich, dass es, glaube ich, egal ist. Wohin du eins, guckst. Zwei, drei, genau. Es waren zwei übrigens. Zwei Schläge. Das war dumm. Genau. Aber wo du hinguckst, weißt du, wenn du mit dem. Du weißt, was ich sagen will. Ja, ja. Okay. Drei ist auch schon ganz fertig. Eins, zwei, drei. Der
Okay. Ja, ist aber machbar. Ich glaube, wenn er diesen Langrüssel ausfährt, dann würde ich einfach auf ihn zu und runter. Also ich will noch mal ganz kurz hier. Ja, das würde ich auch machen. Ich glaube, du solltest wirklich. Das ist wirklich unser Nachthemd. Das ist scheiße. Die sind auch scheiße. Aber ich glaube, es gab irgendeine Kombination aus gutem, aus Mozzi-Widerstand. Das, genau das Ding. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Waffe nicht ideal ist. Für Mozzi? Weil. Oh, ich glaube, ehrlich gesagt, die Damage ist schon okay. Wir nehmen einfach nur selber zu viel. Ja, wir haben halt auch wirklich gar nichts Besseres. Nee, das war schon. Das ist schon. Ich glaube, das. Oh, hier, vergiften vielleicht mal. Nur mal probieren. Ja, was vergiften. Hier hätten wir noch eine Axt. Nee, dann kannst du wieder nicht blocken. Dann, naja. Doch, das ist ja eine einhändige. Ja, aber die blockt bestimmt nicht voll. Obwohl, ist da. Ach so, eine. Ah, okay. Jetzt habe ich's verstanden. Das ist natürlich was anderes. Ja, die sind alle nicht besser. Ich glaube, das war schon okay. Der Knüppel. Ich habe das Bedürfnis, was zu ändern. Ja, ja. So. Ab und zu muss man das auch, aber vorher sollte man drüber reden. Sonst stellt man in einem Vorfall endete Tatsachen. Das stimmt nicht, man kann es ja wieder zurück. Ja, und hinterher sagen, kein Schaden, keine Entschädigung, ich weiß, aber. Versuch mal bitte dein Glück gleich mit. Ja. Und weg. Aber macht ich glaube, Spaß. Das macht mehr Damage tatsächlich. Ich achte jetzt mal oben drauf, ob dieser Vergiftungsstatus. Nee, es scheint nicht so zu sein, dass kontinuierlich Schaden gemacht wird, sondern einfach nur, dass der Schaden, den du machst, ein bisschen größer ist. Oh Mann! Ja, das war ja Springen jetzt. Das sah geil aus gerade irgendwie. Wie euch beide entgegenspringt. Was? Ja, komm. Schau mal. Ach, Mann. Jetzt haben wir auch kein Gift mehr. Ah, nee, wir sind ja tot. Dann schlägt er ja genau. Neu. Also, Gift macht schon deutlich mehr Schaden. Wenn du es schaffst, daran zu denken, dann kann das schon die Sachen erleichtern. Geht schon mal gut los, der Tanz. Und Gift ist abgelaufen. Ach, springen, dumm. Ach, du kannst mit Schild nicht springen. Das ist mein Fehler. Okay, Colin, konzentrier dich, du warst so gut. Rhythmus, find den Rhythmus wieder. Rhythm is a dancer, got me feeling it. You can feel it in the air. Ey, ich immer dieses mit dem Schild. Kann ich? So, kann man es auch machen. Okay, komm, kriegen wir hin. Du kannst. Ups. Ah. Wie kann der denn jetzt maximal Schaden nehmen, der Controller? Ja, da musst du nur die Batterien wieder rein. Ja. Kaputt oder was? Nein.
Muss erstmal, mach doch mal die Dose zu. Die Dose ist zu. Da ist die Batterien falsch rum rein. Nee. Gib mir mal. Das macht mich kirre. Ist nicht kaputt. Das ist völlig absurd, dass der jetzt kaputt gegangen wäre, nur weil er einmal runterfällt. Ist doch ein Controller und das ist doch keine rohe Eierparty. So, das ist natürlich falsch rumgemacht. Was? Kann nicht sein. Das stand plus. So, einmal mache ich. Komm, einen Versuch hast du noch. Achso, man will immer die Leiter da hoch, ne? Mhm. Ja, aber in jedem Spiel kennt man das. Das. Denk ans Gift. Weg. Na gut. Och, komm schon. Nee, ach so, okay. Mann! Ja, das ist ein räudiger Räuder. Sehr gut. Eins, zwei, drei und weg. Wunderschön. Ah, ich wollte springen und hab dir das Schild gedrückt gehabt. Ja, wer kennt es nicht? Gott im Himmel! Gemütlichkeit, das Biest die Armbrust wegsteckt, das Schwert nimmt, weg. Ja. Och, Alter, da bist du halt dann auch einfach zu nah dran. Ja, ich glaube, da musst du echt, wenn du nah dran bist, einfach auf zurollen und runter durch. Herr Malzbierkönig. Ich will aber auch noch mal, solltest du sterben jetzt. Also den Luxus. Oh. Och. Das ist vielleicht ein Moment für Pfeile? Nee. Okay, letztes Drittel. Sehr gut. Och nee, dass er dann das so war nah ganz, ganz was Frisches hier aus dem oberen Regal noch mal gezaubert hier zum Feierabend. Wieder den Schild! Ja. Der Schild! Du drückst den Schild und dann brauchst du 2 Sekunden, bis du springen kannst. Bist du gecheckt? Dass, komm, ich will auch noch mal. Das, wir machen jetzt, gehen mal in die Overtime hier. So. Oh, ich war aber schon sehr gut. Du warst gut. Sehr gut. Es war natürlich ein neues Gastspiel, ne, das Grauen. Dass da oben dann da nochmal der Schwanz da rauskommt, das weiß man natürlich nicht. Aber es ist eigentlich easy. Man darf einfach nur nicht gierig sein, dann geht's. Genau. Einfach auf Sicherheit, weg, wieder ran, weg, ran, weg. Das ist eigentlich easy. Die sind ja sehr dankbar, diese Attacken. Zack. Eins, zwei, drei, weg. Na, dumm. Man kann natürlich auch springen dann. So, einmal schlagen, weg. Nee, einmal schlagen bei dem. Ja, hast recht. Durch, einmal schlagen. Mehr kriegt man da leider nicht rein. Okay. Und dann, wenn du weg bist, dann Pfeil im Bogen. Alles gut. Gift 3 hast du noch. Sehr gut. Schon mal hingehen. Ja, da. Aber der Ace macht immer so ein bisschen. Da muss man schon hindern. Das war in dem letzten Moment gerade. Ja, und hin. Und 1, 2, 3. Und weg. Oh ja, super Attacke. 1, 2, 3 und nochmal Gift machen. Ja. Ja, okay. Exakt, das ist mir auch passiert. Ja. Und tot. Ach komm, jetzt bist du dran. Nee, ich hab jetzt Schluss. Komm, einen noch. Einen noch, okay. Ich will jetzt, dass du mit diesem unglaublich guten Gefühl des Triumphs rausgehst. Aber jetzt wirklich der letzte. Komm, einen noch. Einen noch. Leute haben noch. So wie bei Schokokrossis. Komm, einen noch. Denk ans Gift. Ja. Er ist wirklich nicht schwer. Immer das ist hektisch schwer. Das ist einfach. Wow, och, das ist so mies. Sehr gut, sehr schön. Motzi. Wunderbar. Ja, das ist auch eine gefährliche Kombi, weil man irgendwie erhofft, dass er was anderes macht. Und dann sehr schnell von oben runterkommt. Oh. Erst wieder Stacheltime oben. Denk an Pfeil und Bogen, vielleicht kannst du da. Hä? Ich glaube, ich rechts. Da fliegt sich noch ein bisschen ein. Oh, das ist so ein Scheiß.
Wunderschön. Oh. Sehr gut. Zweimal kannst du dir eine Menge nicht verarschen, du Malzbier, Mozi. Ach komm schon. Halbzeit. Nein, nicht heilen. Das ist die schlimmste Attacke. Nicht, alles gut. Das ist alle Entspannung der Welt. Es ist so krass, dass diese Attacke eigentlich so gut lesbar ist. Ja. Rein, renn doch weg, ich will auch nochmal! Ja, nein! Na gut, letzter. Komm, ein letzter. Ja, wir schaffen es nicht. Doch. Das ist so nervig. Ja, aber dürfen wir jetzt nicht. Das ist ein reines Konzentrationsspiel. Ja, das ist so. Das ist ja oft in Spielen so. Ach, man möchte. So. Ja, da kannst du ruhig mitkommen. Komm mal. Eins, zwei, drei. Sicherheitshalber weg. Und rollen. Zu früh. Ach, doppelt. Ich bin dumm. Ja, ich kann einfach. Ich will nur mit einmal. Ja, ist mir auch passiert. Aber warum? Man muss sich schon früher in Position bringen, einfach schon mehr rollen, bevor er überhaupt irgendwas macht. Ja. Oh, ich habe mich gar gegiftet. Dumm. Wie Kaninchen vor der Schlange. Dumm. Ich muss mich heilen. Ich muss. Das wäre gerade wichtiger. Ja, mach ruhig. Schade. Er ist einfach nicht so agil, wie man es gerne hätte. Das letzte ist aber auch genau das. Rächt sich die schwere Rüstung. Ja. Gut. Nicht gut, dumm. Das macht er immer gerne, ne? Und ich lerne es einfach nicht. Der Malzbierkönig. Hast du schon gedacht, es gelaufen? Ja, schön durchgelaufen. Versuche ich mir jetzt anzugewöhnen. Also nicht mehr jetzt, aber das nächste Mal. Was kommt jetzt wieder? Oben und Sprung. Ja, oder so. Oder so. Das kommt dann wieder von. So noch Heilchen, ne? Nee, ich hätte nach links gehen sollen, ich weiß. Okay, jetzt das kommt. Jetzt letztes Mal. Allerletzte. Wirklich, wenn ihr diesen Langschwanz macht, lieber auf den Schwanz zu, anstatt weg. Nee, ich in die Ecke gehen ist meine. Oh ja, wenn du genug. Aber wenn du zu nah an ihm dran bist, hast du die Zeit ja nicht. Dann kriegst du den Schwanz in den Rücken. Davon darf man sich auch nicht überraschen lassen. Von dieser. Och, was? Doppelt wieder nicht gedrückt. Hä? Mal lande davor ein. Ja. 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 Du hast dir schön was überlegt. Hat leider keiner gesehen, weil die Vorstellung noch nicht offiziell eröffnet war. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, vielleicht sollten wir uns. Obwohl. Ein bisschen mehr Agilität wäre schon was Schönes. Wunderbar. Eins. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, ja. Hehe. Weg! Ja, zu gierig.
sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Hast du gesehen, wie er einmal komplett über dich geschwanzt hat? Oh, ah, fast! Millimeter waren's. Ey. Ja, ja, der lässt ja nicht mal in Ruhe saufen, ne? Fast wie zu Hause früher. Hör auf! Eins, zwei, weg! Sehr gut, genauso! Einfach nutzt den, wenn er das, den Boy da ausfährt. Das kommt wieder weg, weg oder so. Oh, dann schlägt er nochmal? Nee. Ja, ja. Eins, zwei, weg. Und hau ab. Oh. Nein, nach vorne. Okay, jetzt bleib cool. Gift, wenn du kannst. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Und jetzt. Eins, zwei, drei und. Sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt kommt er mit schon mit den Verzweiflungsmanövern. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut. Das ist der beste Move, den er nur machen kann. Schwanz, keine Chance. Oh. Oh. Jetzt. Gib ihm dreimal. Eins, zwei, ich will drei sehen. Ich will drei sehen und jetzt weg. Oder so. Letzter Schlag. Yes! Yes! Jawohl! With the queen dead, hopefully the waves of Nazi infestations would slow down. Oh, sehr gut. Meisterlich. Sehr gut. Oh. Meisterhaft. Das hast du sehr gut gemacht. Hochkonzentriert, präzise ausgeführt und nicht so spannend, wie es hätte sein können, sondern genauso, wie es muss. Da möchte ich mich auch für entschuldigen. Ja, zu Recht, aber du hast es. Man darf auch mal mit einer gewissen Arroganz so einen Kampf gewinnen. Und das heißt in diesem Falle mehr Energie, als nötig gewesen wäre. So. Bier trinken, speichern, next step in der nächsten Folge. Wir gehen nach Hause und reparieren den Thron. Und da freuen wir uns ja schon beide drauf. Da freuen wir uns sehr drauf. Das wird ein großer Spaß. Ich habe abgespeichert. Bis zum nächsten Mal.